Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Weltweite Proteste hat der neue Atomtest der Franzosen im Südpazifik ausgelöst. Regierungen vieler Länder und Umweltschutzorganisationen machten ihrer Empörung Luft. Frankreich hatte in der Nacht trotz internationaler Bedenken und Einsprüche unter dem Mururoa-Atoll eine Bombe mit einer Sprengkraft ähnlich der von Hiroshima gezündet. Der Test ist nach vierjähriger Pause Auftakt zu einer ganzen Serie von Nuklearversuchen. Die Pariser Führung verteidigte ihr Atomprogramm und tat ausländische Reaktionen darauf als überzogen ab. Heiko Engelkes berichtet. Lautsprecherdurchsagen kündigten auf dem Mururoa-Atoll die letzten Minuten vor der Explosion an. Nach einer Überprüfung der Messinstrumente und der Sicherheit gab der befehlshabende General im Kommandozentrum den Befehl zum Countdown. Dann explodierte in 600 Meter Tiefe in einem Schacht unterhalb des Atolls die Bombe. Energie von etwa 20 Kilotonnen wurde frei, so viel wie die Bombe von Hiroshima. Die Druckwellen der Explosion erreichten Sekunden später die Oberfläche der Lagune. Das Wasser kräuselte sich, warf Schaum auf. Ungefähr 10 Sekunden lang waren die Erschütterungen auf der Insel zu spüren. Der kommandierende General vor einigen Journalisten, bevor ich zu Ihnen kam, habe ich im Kommandozentrum erfahren, es gab keinerlei radioaktive Austritte. Über Kabel war der Explosionsherd mit den Messeinrichtungen verbunden. Nur in der kurzen Zeit von 2 Millionstel Sekunden konnten Daten empfangen und registriert werden. Danach verglühte der Container mit der Bombe. Im französischen Außenministerium wurde die internationale Presse zusammengerufen. Der Minister sprach sogar Englisch. Wir müssen, so der Minister, unsere Abschreckungswirkung bewahren. Für die Sicherheit Frankreichs und, so das neueste Argument, für die Sicherheit Europas. Am Abend demonstrierten an der Bastille mehrere Tausend gegen den ersten Atombombenversuch. Neben Greenpeace, den Parteien der Opposition und zahlreiche Organisationen, für die Staatspräsident Chirac mit seinen Tests einen großen Irrtum begangen hat. Demonstrationen gab es auch in anderen Teilen Frankreichs. Angesichts der weltweiten Protestwelle versucht sich die französische Regierung mit allen Mitteln zu rechtfertigen. Sie geht sogar so weit, die Protestwelle als übertriebene Hysterie abzutun. Dabei wächst auch der Widerstand im eigenen Land. Über 60% der Franzosen sind gegen die Atombombenversuche. Über die Hälfte befürchtet eine politische Isolierung des Landes. Besonders scharfe Kritik an den neuen Atomtests haben die Staaten im Südpazifik geübt. Das Echo reichte von Demonstrationen der Bevölkerung gegen das Vorgehen Frankreichs bis hin zu diplomatischen Schritten einzelner Regierungen. Aus der unmittelbar betroffenen Region Berichte von Robert Hettkemper und Stefan Niemann. Tahiti in der Stunde danach, vor dem Haus des französischen Hochkommissars. Es protestieren 12 bis 15 Leute, eine obskure Splittergruppe der Unabhängigkeitsbewegung. Die Zahl der zuschauenden Journalisten und Kameramänner ist größer. Später fliegen noch ein paar Steine. Im Pressezentrum der Armee demonstrieren Schafszüchter aus Frankreich. Insgesamt 14 Personen werden festgenommen. Die Schafszüchter sind allerdings schnell wieder frei. Auch 4 Japaner und ein australischer Abgeordneter werden auf Polizeiwachen gebracht. Pressekonferenz der Armee in Papeete, da ist plötzlich die Weltpolitik über die sonst eher verschlafene Südseeinsel hereingebrochen. Rund 180 Mal sind in den letzten 30 Jahren beim Mururoa Atombomben gezündet worden, bis 1972 gar überirdisch. Diesmal waren die Augen der Welt darauf gerichtet. Auch dies ist Tahiti in der Stunde danach. Selbst vor Mururoa hat man die Explosion nicht gespürt. Schäden und Gefahren sind seit Jahrzehnten nicht unmittelbar wahrnehmbar. Wir haben etwas Spannung, sagte ein Regierungssprecher, aber nicht viel. Die Nacht blieb ruhig. Wahrscheinlich mag hier niemand die Atombombe. Aber der Wohlstand der Insel hängt ab von Zuschüssen aus Frankreich, von Geldern für die Bombentests. Das ist die traurige Ironie, dass man sich hier Sorgen macht um das bevorstehende Ende der Bombentests. Dann wird die Demonstranten- und Medienkarawane weitergezogen sein und die Leute hier wieder allein. Tahiti ist eine kleine Bühne. Bei so viel Medienpräsenz steht jeder Aktionist schnell im Rampenlicht. Die Polizei ist nervös, aber die Festgenommenen sind inzwischen bis auf 2 alle wieder frei. Wenige Stunden nach dem Atomtest ließen in Sydney die ersten Demonstranten ihrer Wut freien Lauf.
Australier und Neuseeländer sind geschockt, dass all ihre bisherigen Proteste offenbar vergeblich waren. Umso erbitterter forderten sie heute den endgültigen Teststopp und den Abzug der Franzosen aus dem Pazifik. Die australische Regierung hat den Atomtest heute mit ungewohnter Schärfe verurteilt. Es ist ein Akt der Dummheit, nichts, was wirklich sein musste. Australien wehrt sich, wie es sich noch nie gegen eine andere Demokratie gewehrt hat. In Wellington haben heute Demonstranten Rechenschaft vom französischen Botschafter verlangt. Auch in Neuseeland liegen die Nerven blank. Die Regierung hat ihren Gesandten aus Paris zurückgerufen und den französischen Botschafter einbestellt. Ich habe ihm unmissverständlich klargemacht, dass Neuseeland aufgebracht und frustriert ist. Die französische Regierung hat die weltweite Empörung und Verurteilung der Tests einfach übergangen. Der erste Atomtest der Franzosen hat in Australien und Neuseeland zu einem politischen Nachbeben geführt. Bislang richteten sich die Protestveranstaltungen hier allein gegen die Atompolitik Jacques Chiracs. Seit heute stehen alle Franzosen am Pranger. Selbst Parlamentsabgeordnete rufen hier nun offen zum totalen Boykott aller französischen Produkte und Firmen auf. Die Atommächte Russland und USA reagierten mit Bedauern auf den Schritt Frankreichs. Moskau sprach von einer ernsthaften Gefahr für eine atomare Abrüstung. Washington forderte Paris auf, bis zum angestrebten weltweiten Atomtestverbot auf weitere Versuche zu verzichten. Die EU-Kommission betonte, sie könne Atomtests nicht verbieten, sei aber unzufrieden über die Informationspolitik der Franzosen. Auch hierzulande wurde Unmut deutlich, allerdings warnte Bonn vor einer Belastung der freundschaftlichen Beziehungen zum Nachbarn. Der heftigste Protest in Bonn kam von der Straße. Vor der französischen Botschaft demonstrierten rund 70 Greenpeace-Anhänger. An der Aktion nahmen auch die beiden Vorstandssprecher der Bündnisgrünen teil. Sie kritisierten die französischen Atomtests als ein Zeichen von anachronistischen Großmachtsinteressen. Wir sind überzeugt, dass der französische Staatspräsident nicht aus Gründen der Sicherheit, sondern aus Gründen der nationalen Reputation und des Ablenkens von den wirklichen Problemen, die seine Gesellschaft wie andere Gesellschaften Europas prägen, diese Bombe zünden lassen hat. Direkt aus der Debatte im Bundestag kam Joschka Fischer. Dort war am Morgen ein Antrag von SPD und Grünen gescheitert, der die Tests aufs Schärfste verurteilen sollte. Die Regierungsseite hatte betont, man wolle die wichtigen Beziehungen zu Frankreich nicht belasten. Die Bundesregierung hat deutlich und klar gesagt, wir bedauern, dass es dazu gekommen ist. Wir sind anderer Meinung. Ich persönlich füge noch hinzu, dass ich glaube, dass solche Atomtests nicht mehr in unsere Zeit passen. Die Greenpeace-Demonstranten kündigten unterdessen an, ihre Mahnwache auch in den nächsten Tagen fortzusetzen. Der bosnische Serbenführer Karadzic hat einen vollständigen Abzug der schweren Waffen aus der Umgebung von Sarajevo abgelehnt. Sie würden zur Verteidigung der eigenen Bevölkerung gebraucht, sagte er vor Journalisten in Pale. Zugleich forderte er die NATO auf, ihre Luftangriffe sofort einzustellen. Er begründete dies mit der weitgehenden Erfüllung der internationalen Forderungen. So sei die Belagerung von Sarajevo praktisch aufgehoben worden. Außerdem seien die Serben zu weiteren Verhandlungen bereit. Die NATO setzte ihre Luftangriffe heute fort. Vergangene Nacht wieder serbischer Granatwerferbeschuss auf Sarajevo. Am frühen Morgen erneuter Einsatzbefehl für die Kampfbomber des Flugzeugträgers Roosevelt, die die kurzzeitig unterbrochenen NATO-Luftangriffe fortsetzten. Das NATO-Hauptquartier in Neapel veröffentlichte heute Morgen diese Videobilder, die die weitere militärische Effizienz der Lufteinsätze zeigen sollen. Wieder seien es schwerpunktmäßig Radarstellungen, Munitionsdepots und Kommunikationszentren der serbischen Militärs gewesen, die von amerikanischen und französischen Kampfjets zerstört worden seien. Auch die Führungsbunker des serbischen Armeechefs Mladic sollen angegriffen worden sein. Gleichzeitig erklärte Admiral Leighton Smith, dass die Suche nach den beiden abgeschossenen französischen Piloten fortgesetzt werde. Der französische Kampfjet vom Typ Mirage 2000 war vor einer Woche über der Serbenhochburg Pale von einer von den bosnischen Serben abgefeuerten SAM-7-Rakete getroffen worden. Beide Piloten hätten sich mit ihren Schleudersitzen retten können, danach aber seien sie vermutlich in serbische Gefangenschaft geraten. Insgesamt seien, laut Smith, seit Mittwoch vergangener Woche 1500 NATO-Lufteinsätze geflogen worden. Über die Hälfte der Einsätze hätten amerikanische Kampfbomber bestritten.
Deutsche Tornado-Jets seien auch heute nicht an den direkten Kampfeinsätzen beteiligt gewesen. Dafür würden aber inzwischen wieder Tornados der italienischen Luftwaffe die NATO-Kampfbomber bei den laufenden Einsätzen unterstützen. Streit um die Wirtschafts- und Sozialpolitik bestimmte heute im Bundestag die Generaldebatte über den Haushalt 96. Dabei warfen sich der SPD-Vorsitzende Scharping und Bundeskanzler Kohl gegenseitig vor, keine tragfähigen Konzepte für die Zukunft zu haben. Scharping nannte die Politik der Regierung kaltherzig. Kohl und der FDP-Vorsitzende Gerhard bezichtigten die SPD, ein wirklichkeitsfremdes Deutschlandbild zu zeichnen. Für die Bündnisgrünen verlangte ihr Fraktionsvorsitzender Fischer, noch in diesem Jahr mit einer ökologischen Steuerreform zu beginnen. Den heutigen Debattentag fasst Jochen Bäumel zusammen. In der heutigen Generaldebatte über die Politik der Bundesregierung hatte besonders die SPD einen schweren Stand. Denn die Personalauseinandersetzungen zwischen Schröder und Scharping waren Anlass nicht nur zu spitzen Bemerkungen der Koalition. Scharping hat das Thema selbst vorsichtig angesprochen. Ich weiß schon, dass einige in der SPD ihren Umfragewert deutlich gesteigert und den unseren deutlich gesenkt haben. Ich finde, über die Schadenfreude hinaus macht mich besorgt, dass es Politikern wie Ihnen und Herrn Schröder und anderen nur um ihre eigenen persönlichen Interessen und sonst um gar nichts geht. Krokodil, dein Name sei Wolfgang. Das Hauptaugenmerk in der Auseinandersetzung mit der Politik der Regierung legte Rudolf Scharping auf den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, auf den Erhalt des sozialen Friedens. Sie sind der Kanzler der 3,5 Millionen Arbeitslosen. Sie sind der Kanzler der 1 Million Kinder, die mit Sozialhilfe groß werden müssen. Sie sind der Kanzler der Obdachlosigkeit und viele andere. Dieser Bundesregierung fehlt es an Mut, Kreativität und Fantasie, das Krebsübel anzugehen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Der jetzige Zustand ist absolut nicht akzeptabel und wir müssen deswegen alles tun, lesen Sie das, was Herr Spöri Ihnen geraten hat, um zu überlegen, wie wir insbesondere Investitionen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in Deutschland ermöglichen. Entweder wir sind in der Lage, Zukunft zu gestalten, dann müssen wir fähig sein, Dinge auf den Prüfstand zu stellen, drüber zu diskutieren. Beim Entscheiden können wir dann auseinandergehen. Aber es muss doch wenigstens möglich sein, ein Gespräch in dieser Sache in Deutschland zu führen. Der Gesetzentwurf zur Neuregelung der Abgeordnetendiäten ist bei dem Steuerzahlerbund und dem Verfassungsrechtler von Arnim auf heftige Kritik gestoßen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Bonn forderten sie, das Papier zurückzuziehen und nicht wie geplant in diesem Monat im Bundestag zu verabschieden. Die Vorwürfe, die der Bund der Steuerzahler heute gegen den Gesetzentwurf zur Erhöhung der Abgeordnetendiäten in der Tasche trug, hatten es in sich. Der Verfassungsrechtler van Arnim sagte, der jetzt vorliegende Entwurf sei verfassungsrechtlich anfechtbar. Darüber hinaus hätten die Verantwortlichen um Bundestagsvizepräsident Klose die Öffentlichkeit in die Irre geführt. Fest steht eben nur, dass sie einen Gesetzentwurf öffentlich vorgestellt haben und niemand dann der Öffentlichkeit gesagt hat, dass ein ganz anderer eingebracht worden ist und verhandelt worden ist am 29. Juni. Und jetzt am 22. oder 21. September verabschiedet werden soll. Die Mitglieder des Bundestagspräsidiums wiesen die Vorwürfe zurück. Der ursprüngliche Entwurf sei nie grundlegend geändert worden. Zu einer Stellungnahme vor der Kamera war jedoch niemand bereit. Somit wich das Präsidium auch der Frage aus, wodurch die massiven Diätenerhöhungen der nächsten Jahre gerechtfertigt sind. Die Entschädigung von derzeit monatlich 10.366 Mark soll in 6 Jahren auf knapp 16.500 Mark anwachsen. Eine rasante Steigung im Vergleich zum durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen. Als verfassungsrechtlich bedenklich wertete der Bund der Steuerzahler den Versuch, die Festlegung von Entschädigungen von Parlamentariern in die Hände nicht öffentlicher Gremien zu legen. Daher die Forderung des Bundes der Steuerzahler. Die vorliegenden Gesetzentwürfe sind zurückzuziehen und zu überarbeiten. Die Parlamentarier werden in den nächsten Tagen viel zu tun haben, den Vorwurf der willkürlichen Selbstbedienung zu entkräften.
Die Wirtschaftsentwicklung hat an Schwung verloren, wenn auch nur leicht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist das Bruttoinlandsprodukt im ersten Halbjahr 1995 um 2,6% gewachsen, 0,2 Prozentpunkte weniger als in den ersten 6 Monaten des vergangenen Jahres. Aufgeschlüsselt ergibt sich ein reales Wachstum von 2,1% in Westdeutschland und 7,0% in Ostdeutschland. Konjunkturmotor sind nach wie vor der Export und die Investitionsnachfrage. Die 5. Runde der Tarifverhandlungen für die knapp 100.000 Beschäftigten der westdeutschen VW-Werke ist heute unterbrochen und auf kommenden Montag vertagt worden. Erstmals hat die Unternehmensleitung ein Lohnangebot unterbreitet. Es sieht für die Monate August bis Dezember eine Einmalzahlung von je 150 Mark sowie für weitere 19 Monate 3% mehr Lohn oder Gehalt vor. Die IG Metall fordert 6%. Bei Opel haben Geschäftsführung und Betriebsrat heute eine Vereinbarung über flexible Arbeitszeiten unterschrieben. Je nach Auftragslage soll zunächst im Stammwerk Rüsselsheim zwischen 30 und 38,75 Stunden in der Woche gearbeitet werden. Das neue Arbeitszeitmodell hat keine Auswirkungen auf die Lohnzahlungen. Die Mitarbeiter werden ein gleichbleibendes Einkommen haben. Der Sonnabend als Regelarbeitstag bleibt ihnen auch künftig erspart. Bei der IG Chemie Papierkeramik hat es heute den erwarteten Führungswechsel gegeben. Zum Nachfolger des Vorsitzenden Rappe wurde Hubertus Schmoldt gewählt. IG Chemie-Chef Hermann Rappe gibt das Steuer in jüngere Hände. Nach 13 Jahren tritt der dienstälteste Gewerkschaftschef ab. Die Nachfolge hat er noch selbst geregelt. Hubertus Schmoldt, 50-jähriger Niedersachse, wie Rappe SPD-Mitglied und seit 7 Jahren im Vorstand der IG Chemie. Er will den Kurs der Gewerkschaft beibehalten, aber den Führungsstil ändern. Ich bin kein Einzelkämpfer, kein Macher, kein meine lauten Töne. Ich setze bewusst auf die bewährte Solidarität in unserer Organisation. Die Delegierten belohnten ihn mit Vertrauen und einem Traumergebnis. 94,5% der Stimmen. Die IG Chemie scheint zufrieden mit sich und ihrem Vorstand. Der scheidende Rappe musste in den eigenen Reihen nie für seine politische Linie der Mitte und des Ausgleichs kämpfen. Und weil ein Mann der Mitte geht, kamen am Abend Spitzen aller politischen Richtungen, um ihn zu verabschieden. Mit Bundeskanzler Kohl hat immer die Chemie gestimmt. Kohl schätzte Rappes Kompromissbereitschaft im Tarifpoker mit den Arbeitgebern. Vorübergehend zogen aber 2 andere das Interesse der Delegierten auf sich. SPD-Chef Scharping und Ministerpräsident Schröder, die sich zum ersten Mal nach Schröders Entmachtung trafen und freundlich begegneten. Er musste sogar Rappe lächeln. Auf der UN-Frauenkonferenz in Peking hat Bundesfamilienministerin Nolte Menschenrechtsverletzungen in China kritisiert. Vor Delegierten aus rund 180 Ländern betonte sie, die Achtung der Menschenrechte von Frauen sei Voraussetzung für die Gleichberechtigung. Einschränkungen aus kulturellen, religiösen und traditionellen Gründen seien nicht hinnehmbar. Nolte äußerte die Hoffnung, dass die Konferenz zu einer nachhaltigen Verbesserung der Lage auch in China beiträgt. Steffi Graf hat bei den US Open das Halbfinale erreicht. Sie besiegte gestern am späten Abend in New York die Amerikanerin Amy Frazier 6:2 und 6:3 und trifft nun auf die Argentinierin Gabriela Sabatini. Heute zog Monika Seles nach. Sie gewann ihr Viertelfinalspiel gegen die Tschechin Jana Novotná ebenfalls in 2 Sätzen. Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch, Ziehung A, 8, 9, 10, 20, 25, 44, Zusatzzahl 49, Ziehung B, 1, 3, 4, 15, 22, 33, Zusatzzahl 2. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 0, 8, 0, 7, 2, 2, 1. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 3, 6, 0, 7, 5, 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 7. September. West- und Mitteleuropa waren heute unter leichtem Hochdruck nur locker bewölkt. Das wird sich aber ändern. Westlich von Irland hat sich ein kräftiges Tief entwickelt. Seine Wolken haben heute Nachmittag bereits die Westhälfte Frankreichs überdeckt. Die Prognose für Deutschland. Morgen Vormittag ist es in der Osthälfte noch heiter, in der Westhälfte dagegen schon stark bewölkt und es beginnt zu regnen. Bis zum Abend wird davon dann der größte Teil Deutschlands erfasst. Nur an der Oder und in Südostbayern bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf 12 bis 7 Grad. Am Tage dann 17 bis 21, etwas mehr in Sachsen.
Es weht ein leichter, ab und zu auch frischer Wind aus Südost bis Süd. Nachmittags dreht er im Westen auf Südwest. Die Aussichten? Freitag noch Schauerwolken, dann Lichtblicke. Samstag zunächst nur im Westen, Sonntag in ganz Deutschland.